Im heutigen Video baue ich diesen Schrank mit French Key Leisten an der Rückwand, um meine ganzen Schrauben und Kleinteile unterzubringen und ganz wichtig mit Türen, um das ganze Zeug vor Staub zu schützen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Das Ganze startet natürlich mit dem Bau des Korpus, beziehungsweise ich habe ja drei Stück für diese drei Elemente. Und das hier sind die Rückwände, die habe ich mir jetzt schon mal im Baumarkt zurechtsägen lassen, denn das Ganze ist mit einer großen Plattensäge natürlich wesentlich einfacher, als wenn ich hier mit meiner Säge rumhantiere. Das sind 12 mm Platten diesmal und da kommt jetzt quasi ein Rahmen rundherum und dann ist es im Prinzip schon fertig. Und das ist jetzt erstmal der erste Schritt. Wie ihr sehen könnt, ist der erste Korpus jetzt hier drin, erstmal provisorisch, der wird aber gleich festgeschraubt. Im Gegensatz zu dem Regal hier drüben werde ich aber den Korpus hier nicht mit dem Balken abschließen lassen, sondern ein Stück reinsetzen, denn der soll ja noch Türen bekommen und ich möchte, dass die Türen dann einigermaßen bündig mit den Balken sind. Was jetzt noch fehlt, sind natürlich die French Key Leisten und dann am Ende die Türen. Also, auf geht's! Wie ihr sehen konntet, ist der Korpus jetzt fertig und die French Key Leisten sind reingeschraubt. Ich habe jetzt hier mal zu Dekozwecken ein paar von meinen Boxen reingehangen und ja, jetzt fehlen eigentlich nur noch die Türen und wie ihr sehen könnt, sind hier links und rechts kleine Lücken. Die sind jetzt einfach durch die Maße, die ja vorgegeben sind, durch die Balken und so weiter entstanden, aber die kommen mir sehr gelegen, denn ich habe ja noch Scharniere für die Türen und die kann ich jetzt hier ganz entspannt anbringen, ohne dass ich mit den Boxen ins Gehege komme. Und ja, Glück gehabt oder wie auch immer, gut geplant. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit den Türen. Allerdings gehe ich jetzt erstmal was essen. Bis gleich. Jetzt geht es also los mit den Türen. Bevor ich direkt anfange zu bauen, gibt es noch ein ganz klein bisschen Theorie für alle, die das interessiert. Und alle anderen dürfen gern ein, zwei Minuten vorspulen. So soll also ein Flügel der Türen aussehen. Also eine Tür, die andere kommt dann genau gespiegelt nochmal daneben. Das Ganze besteht aus Multiplex. Das hat eine Breite von 6 cm, also alles, was ihr hier seht, ist 6 cm breit. Und die Tür insgesamt ist 1,20 m hoch und 48,5 cm breit. Die äußeren Maße sind natürlich durch den Korpus gegeben und die Breite von 6 cm für die Multiplex-Platten hat sich im Endeffekt ergeben aus der Größe der AQ
Acrylglasscheiben, die hier rein sollen. Denn da gibt es fertige Scheiben, die einen Meter hoch sind, 50 cm breit. Und das heißt, ich möchte dann, wenn ich hier die Höhen zusammenrechne, auf einen Meter kommen. Und deswegen ist das Ganze jetzt mit diesen 6 cm so errechnet, dass ein Acrylglas 33,2 cm hoch ist. Und 33,2 mal 3 ergibt dann 99,6, also ist eine relativ knappe Kiste. Aber ich wollte das Ganze, also die Fenster, so groß wie möglich machen. Und damit habe ich dann hier die Maximalgröße der Acrylglasscheiben ausgenutzt. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man eben diese 50 mal 1 Meter Platten nutzt. Und dadurch hat sich dann die 6 cm Rahmenbreite ergeben. Die Seitenleisten für diese Türen werden hier miteinander verbunden sein. Also sprich, die äußeren Längsbretter sind genau 1,20 Meter. Und das Ganze wird dann hier mit einem Nut-Feder-Prinzip verbunden. Das heißt, diese äußeren Bretter kriegen hier auf der Frontseite sozusagen eine Nut und die Bretter werden von der anderen Seite genutet und dann kommt da eine Feder rein und so wird das Ganze verbunden. Das seht ihr dann natürlich auch gleich und genau über diese Nut werden auch die Acrylglasscheiben in dem Fenster festgehalten. Damit das Ganze auch einheitlich ist bzw. mit den Acrylglasscheiben funktioniert, werden diese Nuten 6 mm tief sein. Das heißt, diese einzelnen Leisten sehen dann im Querschnitt so aus. Und das hier wird eine Höhe von 6 mm sein. Und 3 mm breit. Und die Acrylglasscheibe ist 2,5. Also sollte das ganz gut passen. Ich habe mir jetzt hier mal eine Testnut gesägt in ein kleines Reststück und wie ihr seht, ist das Ganze nicht mittig, obwohl meine Messungen stimmen. Das Problem ist, dass diese Multiplexplatte leider nur 14 mm breit ist, obwohl sie als 15 mm Platte gekauft ist. Und das hat zur Folge, dass hier auf der einen Seite 6 mm und auf der anderen Seite 5 mm sind. Und eigentlich wäre der Plan ja gut aufgegangen mit 6, 3 und 6 mm, sind genau 15. Aber da fehlt halt einfach ein Millimeter. Das macht aber nichts. Ich versuche das trotzdem noch zu mitteln, damit ich dann beim Zusammenbau nicht darauf achten muss, wo die breitere Seite ist. Aber genau, deswegen ist es manchmal ganz sinnvoll, das mal mit einem Probestück zu testen. Die Leisten für die Tür sind jetzt soweit fertig gesägt und auch mit Nuten versehen in drei verschiedenen Arten. Also das hier sind die Ober- und Unterseiten. Die haben eine Nut an den jeweiligen kurzen Seiten und an einer Längsseite, weil sie natürlich unten bzw. dann oben an der Tür geschlossen sind. Die langen Seitenleisten, die gehen ja komplett durch und haben nur an einer Längsseite eine Nut. Und die Mittelstreben, die haben eine umlaufende Nut komplett einmal rundherum. Verbunden wird das Ganze hier mit diesen kleinen MDF-Streifen, die sind 3 mm stark, 1,2 cm breit. Und damit kann ich das Ganze verbinden, also einleimen, erst die eine Nut, dann kommt die zweite Leiste dazu und dann habe ich hier eine schöne Verbindung, die das Ganze ordentlich zusammenhält. Was mir jetzt noch fehlt, sind die Acrylglasscheiben. Ich habe mir hier zwei Platten gekauft, im Meter mal 50. Das heißt, bei dem Maß von 33,2 mal 37,7 habe ich keine wirkliche Reserve. Ich brauche also hier aus jeder Scheibe genau drei von diesen Platten und hoffe, dass das mit dem Schneiden alles funktioniert. So, jetzt sind die Platten auch gesägt, das hat ganz gut funktioniert und ist auch nichts kaputt gegangen. Ich werde jetzt eine Tür mal ohne Leim nur zusammenstecken, um zu schauen, ob alles passt, ob ich irgendwas vergessen habe. Und sollte das nicht der Fall sein, dann kann das Ganze verleimt werden.
Ja, so sieht die fertige Tür jetzt aus. Ich hebe es nicht hoch, weil, wie gesagt, ist nur zusammengesteckt. Die Scheiben sehen auch noch ein bisschen milchig und zerkratzt aus. Das liegt einfach daran, dass die Folie noch drauf ist. Und das Einzige, was ich jetzt noch ein bisschen nachbearbeiten musste, sind diese kleinen MDF-Plättchen, denn die waren ja genau 3 mm stark, genau wie mein Sägeblatt. Das heißt, das Ganze war nur mit Gewalt wirklich in die Nut reinzukriegen. Und ich möchte das Ganze aber ein bisschen beweglich halten, damit ich das da am Ende auch noch ausrichten kann. Und deshalb habe ich die jetzt noch ein bisschen runtergeschliffen. Also die dürften jetzt irgendwo bei 2,x mm sein. Genau, aber sonst passt alles. Das freut mich schon mal. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt verleimen. Bevor ich das aber mache, werde ich an den zwei Holmenstreben, was auch immer, an den zwei Längsstreben hier, noch die Scharniere vorbereiten, damit ich das dann nicht mit der ganzen Tür machen muss, sondern da mache ich das lieber nur mit der einzelnen Leiste. Um die Topfscharniere einfach am Korpus bzw. auch an der Tür zu befestigen, habe ich mir so eine kleine Schablone aus Marmite gekauft und damit kann ich jetzt erstmal festlegen, wo das Scharnier im Schrank, also im Korpus, befestigt werden soll. Ich habe mir hier bei Unterkante 10 cm der Schablone eine Markierung gemacht, wo also die beiden Löcher später dann befestigt werden. Damit ich aber die Schablone nutzen kann, muss ich da jetzt zwei kleine Bohrungen machen, damit ich hier diese beiden Nasen dann hier einstecken kann, um dann anzuzeichnen, wo ich die Bohrung mit dem Forsterbohrer machen muss, um das hier auszubohren. Während die Türen jetzt hier noch ein bisschen rumliegen, möchte ich das Thema Dämmung nochmal ansprechen. Da gab es ja auch wieder unter dem Video von der Wand, also das letzte Video, einige Kommentare dazu, dass ihr das dämmen würdet. Ich möchte das ja auch gerne dämmen und habe das schon in dem einen oder anderen Video erwähnt. Allerdings ist das nicht ganz so einfach, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe.
Das Hauptproblem ist eigentlich, dass die Halle in keinster Weise dicht ist und ich die auch nicht dicht bekomme von außen. Das heißt, normalerweise, wenn man jetzt zum Beispiel eine gemauerte Werkstatt hat, dann sind die Wände, ja mal von der Tür und Fenster abgesehen, dicht, sind also keine Löcher drin. Und demzufolge kann ich dann auf das Mauerwerk einfach eine Lattung machen, dort meine Dämmung rein, dann die Dampfbremse und dann eben mit Holz verkleiden, was jetzt hier bei mir das Multiplex ist. Ich habe aber hier das Problem, dass zum Beispiel die Nager hier problemlos in die Garage reinkommen und dann direkt in der Dämmung sitzen und sich dort natürlich pudelwohl fühlen und anfangen, da ihre Nester zu bauen. Und das funktioniert nicht und ich kriege die Garage von außen definitiv nicht dicht. Also von außen heißt das Blechkleid bekomme ich nicht so dicht, dass dort nirgendwo mehr irgendwelches Ungeziefer reinkommt. Und da war jetzt die Frage, okay, welche Dämmung könnte man denn nehmen, für die sich Nager nicht interessieren? Und da fällt schon mal auf, dass das relativ wenige sind, was da in Frage kommt. Und man will das Ganze ja auch irgendwie bezahlen können. Und das zweite Problem sind da nochmal die Insekten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Holzfaserplatten nehme, da gibt es welche, die sind mit bestimmten Salzen und so weiter versehen, damit die Nager dort nicht sich einnisten und das auch nicht fressen. Aber diese Holzfaserplatten mögen halt zum Beispiel Insekten wahnsinnig gern. Und deswegen nisten die dann. Und ich habe auch keine Lust, dass dann hier ein Haufen Wespen und Bienen hinter meinen Multiplexplatten sind. Und wie gesagt, die klassischen Dämmstoffe, sowas wie Steinwolle, andere Wolle und Styropor, Styrodur und so weiter, da gehen super gern die Mäuse rein und zerpflücken das, bauen damit ihre Nester. Da habe ich keine Lust drauf und ich denke, da hat auch mein Vermieter hier keine Lust drauf, dass ich hier eine Mäusezucht starte. Wenn man das Ganze also einigermaßen vernünftig hier dämmen wollte, dann müsste man eigentlich das mit zwei Holzwänden machen. Das heißt, dass man direkt am Blech das Ganze mit USB zum Beispiel verkleidet und das dann wirklich richtig abdichtet und dann Dämmung rein, also Lattung und Dämmung rein und darauf dann meine Multiplexplatten. Aber das wäre finanziell und auch vom Aufwand her extrem, zumal auch dann man die Garage nicht komplett dicht kriegt. Denn zum Beispiel das Dach ist nach wie vor komplett offen. Das heißt, ich habe auch hier öfter Laub in der Werkstatt liegen, einfach weil der Wind durch die Schlitze, die da oben sind, mir hier Laub reinpustet. Und auch das Tor ist so, dass es zwar prinzipiell dicht ist, aber wenn die Maus will, kommen die da durch. Ja, und das ist so ein bisschen mein Konflikt. Ich brauche irgendeine Lösung, die zum einen mieterkonform ist, zum anderen hier nicht die Mäuse zur Party einlädt und auch irgendwie finanzierbar ist. Und deswegen ist noch keine Dämmung da. Wenn euch irgendwas zu dem Thema einfällt oder ihr Dämmplatten kennt, die weder für Insekten noch für Mäuse interessant sind und trotzdem finanzierbar, dann dürft ihr mir das gern verraten. Was auf jeden Fall eben nicht funktioniert, ist, die Garage dicht zu machen. Da gibt es einfach zu viele Löcher und Lücken hier. Spätestens über das Tor bzw. übers Dach kommen auf jeden Fall Tiere rein. Das heißt, das ist keine Option. Die Zwings sind jetzt weg. Die Türen sind nicht auseinandergefallen. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt nochmal schleifen und mit der Kantenfräse die Kanten bearbeiten. Nachdem der Schrank nun eingeräumt ist, fällt vielleicht dem einen oder anderen auf, dass da oben noch zwei Leisten French Cleat übrig sind. Das heißt, ich werde noch so ein paar Boxen bauen, aber diesmal ohne Video. Ich glaube, damit habe ich euch genug genervt. Und auch die beiden Lücken, also links und rechts vom Schrank, da soll ja auch nochmal so ein Korpus rein, auch mit French Cleat. Allerdings werde ich da die Türen erstmal weglassen, weil ich noch gar nicht so genau weiß, was da eigentlich rein soll. Aber da wird sich bestimmt irgendwas finden. Für mich selbst
fand ich das Projekt ganz spannend, weil ich wieder viel Neues gemacht habe. Ich habe noch nie Topfscharniere verarbeitet. Das ging eigentlich ganz gut, bis auf dass ich diese Schablone noch nicht ganz verstanden habe. Die muss ich mir noch mal in Ruhe anschauen. Und auch Türen habe ich noch nie gebaut. Und fürs erste Mal, okay, ich muss sie noch sauber machen ein bisschen, aber die funktionieren ganz gut und sie sind auch bündig. Also sowohl bündig mit den Balken, das finde ich sehr schön, dass das jetzt hier eine Ebene ist. Und die ließen sich auch ganz gut einstellen, so dass das hier ein schöner gleichmäßiger Spalt von vorne ist. Was jetzt noch fehlt, sind Griffe. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich welche ranmache oder ob ich das hier einfach von unten öffne. Das geht nämlich ziemlich gut. Genau, und Dämpfer muss ich hier noch ranmachen, damit es nicht so scheppert. Genau, aber im Großen und Ganzen hat das ganz gut funktioniert. Das freut mich und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen, falls ihr bisher durchgehalten habt. Gestern war übrigens noch ein großer Tag der Freude, denn ich habe meine 1000 Abonnenten geknackt. Das ist natürlich großartig. Vielen, vielen Dank an alle Abonnenten. Ich hoffe, euch gefällt der Kanal weiterhin und natürlich auch, dass 2022 noch ein paar Abos dazukommen. Also das heißt, wenn es dir gefallen hat und du noch kein Abo hast, dann bitte jetzt abonnieren und ansonsten natürlich Daumen geben und gerne Kommentare schreiben und so weiter. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Dann geht es wahrscheinlich weiter mit der anderen Wand, die jetzt noch offen ist. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns. Macht's gut!